Hallo, hier dreht sich wieder alles rund um den Fußball bei der Begegnung zwischen Togo und Sierra Leone. Das Publikum freut sich schon seit Tagen auf das Spiel, die Presseberichte waren wirklich erschöpfend. Und jetzt schalten wir live zu unserem Mann vor Ort, Wolf-Dieter Poschmann. Ja, ich glaube, es wird ein großes Match werden. Beide wollen vor dieser riesigen Kulisse hier unbedingt gewinnen. Ja, Wolf, keine Mannschaft wird ihre Fans heute enttäuschen wollen. Und ich glaube, es könnten einige Tore fallen. Sehr gute Abwehr, gutes Timing, genau im richtigen Augenblick angegriffen. Und der geht über die Querlatte ins Aus. Der Ball geht ins Aus. Ecke also. Und er trifft. Tor! Ein toller Abschluss. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Jetzt kommt etwas Pep ins Spiel. 1:0. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Oh, sehr guter Angriff. Sehr gut, sauber getroffen. Ein bisschen Pech dabei. Der Abstoß bis weit in des Gegners Hälfte. Ein wunderschöner Tag hier, die Sonne strahlt ins Stadion. Also der geht ganz schön dazwischen. Er hat ihn praktisch stehen lassen. Dann sieht das so leicht aus, nicht wahr? Du liebe Zeit, für diesen Angriff wird ihm der Schiedsrichter sicherlich gut sein. Kein Problem hier für den Torwart. Guter Ball. Und das war vorbei. Vorbei am Tor. Abschlag vom Torwart. Sehr gut. Sehr gut gespielt. Keine Gefahr hier für den Torwart. Da hat er riesig Glück gehabt. Also wenn es nach mir ginge, dann könnte er jetzt duschen gehen. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Conte. Hier nochmal ein Blick drauf. Ich kann's nicht glauben. Eine solche Möglichkeit. Jeder Schüler hätte doch da verwandelt.
Amito Kodo. Gut geklärt. Und der Torwart schaut seelenruhig zu, wie der Ball ins Aus rollt. Der Torwart schlägt ab. Gutes Spiel im Augenblick. Und das sollten eigentlich die letzten Sekunden dieser ersten Hälfte sein, meine ich. Und er bekommt einen Freistoß. Und der geht direkt auf den Torwart. Nur zu. Sehr schön. Der Schiedsrichter signalisiert Torabstoß. Den hat er voll getroffen. Naja, das war schon optimistisch. Der Ball landet tief in der gegnerischen Hälfte. Ein weiter Abschlag vom Torwart. 1:1 nach 45 Minuten. Welche Änderungen werden die Teams für die zweite Hälfte vornehmen, Werner? Na, irgendetwas muss ja jetzt passieren. Ich meine, es wird bald eine Änderung geben in der Aufstellung, um die Verteidigung mal zu knacken. Es ist einfach zu eng vorne und nicht genug Raum da für die Stürmer. Conte. Gute Abwehr. Der Ball ist über die Seitenlinie ins Ausgegangen. Einwurf. Amito Kodo. Kein Problem hier für den Torwart. Schön geköpft. Den fängt der Keeper ohne große Mühe. Aus der Entfernung nicht, Wolf. Es muss schon was Besonderes sein von da aus. Ist bereit, ein paar Dinge anders anzugehen. Der erste Spielerwechsel. Weiter Abschlag vom Torwart. Da hat er richtig dazwischen gehauen. Sehr gute Abwehr, gutes Timing, genau im richtigen Augenblick angegriffen. Der Schuss bereitet dem Torhüter keine größeren Probleme. Gutes Passspiel hier. Und der Kick. Mit dem Kopf weitergegeben. Gut dazwischen gegangen. Harter Einsatz. Hervorragend gespielt, hat ihm den Ball einfach abgenommen. Gnadenlos dazwischen gefahren. Amito Kodo. Es sieht so aus, als wollte er ihn in Stücke reißen.
Da ist er zu spät gekommen für ein Tackling. Gutes Spiel. Da hatte der Torwart nicht die geringste Chance, noch ranzukommen. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, perfekt gespielt. Der Torhüter hatte gar keine Chance. 2:1 jetzt und die Zuschauer sind begeistert. Schönes Spiel jetzt. Schönes Spiel hier ohne Ball auch. Sehr gut gespielt. Klärt mit langem Ball. Konnte. Bah. Oh, sehr guter Angriff. Großartige Attacke, hat ihm den Ball sauber abgenommen. Sehr gut gespielt. Conte. Bah. Kein Platz für Nettigkeiten jetzt. Einige der Tacklings kamen sehr, sehr spät und nicht gerade rücksichtsvoll, die Mannschaft. Gute Abwehr. Der Torwart hat das gleich richtig gesehen. Konnte. Ein bedrohlicher Einsatz hier. Das Spiel ist unterbrochen. Es gibt Freistoß. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Bah. Hervorragende Abwehr. Er hat ihm den Ball einfach abgeluchst. Gut gehalten vom Torwart. Eigentlich kann nicht mehr viel auf der Uhr des Schiedsrichters sein. Also ich glaube, von diesem Abschluss wird er selbst enttäuscht sein. Na, das ist unverzeihlich. Er hatte ungemein viel Zeit. Hugo hält mit 2:1 die Oberhand und war vielleicht alles in allem das etwas bessere Team heute. Hugo gewinnt das Spiel. Die Akteure werfen die Arme hoch und die feiern, die könnten die ganze Nacht weitergehen.